Sagen aus dem Harz. Folge 131. Die Kirche zu Zellerfeld. Vor alten Zeiten ist einmal bei einem großen Brande auch die Zellerfelder Kirche mit abgebrannt, und man hatte kein Geld gehabt, um sie wieder aufzubauen. Da hat doch tatsächlich eine Henne mit ihren Küken an der Stelle, wo jetzt die Kirche steht, einen großen Schatz aufgescharrt. Von diesem Gelde ist die Kirche wieder erbaut worden, und als Andenken und als Wahrzeichen wurde die Henne über den vier Kirchtürmen in Stein gemeißelt. Noch heute kann man sie dort sehen. Aber die Kirche als solche zu benutzen, ist sehr schwierig gewesen. Denn wenn die Kirche voll war, während der Predigt zum Beispiel, hat der Teufel einen solchen Lärm mit Poltern und Schreien und Brüllen veranstaltet, dass niemand es aushalten konnte. Es wurden viele Versuche gemacht, um ihn zu vertreiben, aber alle waren vergebens, bis endlich ein fremder Mann auftauchte, der sich doch tatsächlich für einen Teufelsbanner ausgab. Von diesem Herrn nahm man die Hilfe an. Der forderte den Teufel heraus und befahl ihm, dass er die Kirche verlassen sollte. Unter großem Lärm ist da der Teufel aus der Wand der Kirche ausgebrochen. Das Loch, durch welches er hinausgefahren ist, hat man oftmals zumauern wollen. Alleine am anderen Morgen war der Stein immer wieder herausgehoben. Und bis auf diesen Tag ist die Öffnung zu sehen. Früher hatte auch auf dem Zellerfelder Gottesacker eine Kirche gestanden. Wenn es nun vorherbestimmt war, dass ein Bergmann umkommen sollte, so war die Nacht vor dem schrecklichen Ereignis die Kirche ganz erleuchtet, und wenn einer den Mut hatte, dass er dann in diese Kirche hineintrat, so hatte er den Bergmann, der umkommen sollte, vor dem Altar im Sarg gesehen. Einmal kam eine Frau mitten in der Nacht an dem Gottesacker vorbei und sah, dass die Kirche hell erleuchtet war, und weil sie eine mutige Frau war, trat sie ein. Drinnen ist alles ganz hell, wie von tausend Lichtern, obgleich nirgendwo eins zu sehen ist. Aber vor dem Altar steht ein Sarg, und in dem Sarg lag ihr eigener Mann und war tot. Wie sie das gesehen hatte, geht sie gleich nach Hause und bittet ihren Mann, doch morgen nicht ins Bergwerk zu fahren. Aber es war das Schicksal des Bergmannes, umzukommen, ob er nun ins Bergwerk ging oder nicht. Denn als er sich am anderen Tag zum Schlafen auf die Ofenbank legte, ist von dem Gesims ein Glätteisen herabgefallen, ihm gerade auf dem Kopf, und hat ihn auf der Stelle getötet.